Am vergangenen Tag gab es folgende Änderungen. In die Richtung Izium unternahmen die Streitkräfte der Ukraine einen Versuch, serbisches Netz zwischen Tschepelem und Protopovskaja zu überqueren. An Stellen, an denen der Fluss flach geworden ist, ermöglichte es keinen Pontonübergang zu erstellen. Das ukrainische Militär versuchte, ans gegenüberliegende Ufer Lastwagen und Personal mit Mörsern zu transportieren. Dieser Plan scheiterte jedoch dank der russischen Spähdrohnen, die die Bewegungen des Feindes beobachtet haben. Der Rest erledigte die russische Raketenartillerie. In der Richtung von Lugansk aus dem zweiten Kontrollpunkt des Werks Azot, das bereits unter der Kontrolle russischer Truppen ist, begannen die Zivilisten herauszugehen. Sie wurden sofort in Sicherheit gebracht. Die Wissow kontrolliert noch den ersten Kontrollpunkt. Mehrere hundert Zivilisten sind dort konzentriert. Der erste Kontrollpunkt wird von der russischen Armee blockiert. Der ukrainischen Gruppe bleibt nichts übrig, als sich zu ergeben. Die alliierten Streitkräfte erhöhen den Druck auf Vrubovka vor dem finalen Angriff aus. Die Gradartillerie beschießt ukrainische befestigte Gebiete. In Richtung Donetsk haben die NR-Einheiten Wissow aus dem Dorf Dolomitnaja ausgeschlagen und besetzten es. Eine Reihe befestigter Gebiete führte durch die Dolomitnaja, von wo aus die Wissow auf den nördlichen Stadtrand von Gorlavka feuerte. Die Wissow zog sich in Richtung des Dorfes Gladostowo zurück, nachdem sie die großen Verluste erlitten haben. Eine Batterie amerikanischer Haubitzen M777 wurde bei Awdijiwka zerstört. In Tschotkowo bei Ternopil wurde ein Raketenangriff auf eine technische Raketenbasis durchgeführt. An den anderen Fronten gibt es keine großen Veränderungen.